So, hallo und willkommen zurück zur Addition und zum Zusammenzählen von Zahlen. Wir haben ja schon in den ersten paar Tutorials gesehen, wie wir zusammenzählen. Und heute will ich dir zeigen, einfach was es noch für Möglichkeiten gibt. Vor allem will ich dir zeigen, einfach viele Übungen mit dir rechnen, also viele einfache Übungen jetzt am Anfang machen. Und am Ende wirst du sehen, dass wir oder dass du jetzt schon alle Werkzeuge hast, die du jeweils brauchst, um Zahlen zusammenzuzählen und zu addieren. Und das heißt wirklich auch für jede beliebige Zahl, auch für ganz große Zahlen. Das wirst du gleich sehen. Aber lass uns erstmal mit ein paar einfachen Aufwärmübungen anfangen. Und dann hangeln wir uns langsam hoch. Also fangen wir einfach mal ganz leicht an. Zum Beispiel mit 2 plus 4. Und das weißt du bestimmt schon direkt, 2 plus 4, was gibt es? Wenn du es nicht weißt, kannst du jederzeit immer wieder zum Zahlenstrahl zurückgehen. Du erinnerst dich bestimmt und dann mit den Einserschritten nach rechts zählen oder einfach Kreise zählen, Äpfel zählen oder was auch immer du zählen willst. Aber ich denke, das können wir jetzt auch so direkt machen. Also 2 plus 4 ist 6. Was haben wir denn noch? 9 plus 3 ist 12. Und du siehst schon, ich schreibe jetzt einfach mal die Zahlen für die Addition untereinander. Du kannst natürlich auch nach wie vor nebeneinander schreiben, aber es ist einfacher für unsere Übung heute, jetzt einfach alle Zahlen untereinander hinzuschreiben. Kommt aber im Endeffekt auf selber raus. Rechnen wir noch was. 6 plus 7 ist 13. Wie gesagt, wenn du die Übungen so noch nicht kannst, dann behelf dir einfach an einem Zahlenstrahl oder zähl mit Kreisen oder Äpfeln. 8 plus 6 ist 14. Und was nehmen wir denn noch? 7 plus 7 ist auch 14. Und du merkst schon, aha, da ist jetzt bei beiden Aufgaben 14 rausgekommen. Und das ist eigentlich auch ganz klar und logisch, wenn du dir mal anschaust, 8 und 7, 7 ist einfach nur 1 weniger von 8 und bei 6 und 7, da ist 7 einfach 1 mehr als 6 und es gleicht sich gegenseitig aus. Das heißt, 7 plus 7 ist genauso 14 wie 8 plus 6. Also auch ganz einfach. Und was haben wir denn noch? 8 plus 8 wollen wir noch rechnen, das ist 16 und was nehmen wir denn noch? 5 plus 6, was ist das? Das ist 11. Du siehst schon, bei den meisten Zahlen kommt hier jetzt eine zweistellige Zahl raus, also mit einem Zehner und einem Einer. Das brauchen wir jetzt auch gleich, wenn wir größere Zahlen addieren. 7 plus 9 würde ich jetzt gerne nochmal rechnen. Was ist das? Das ist 16. Und 9 plus 9 ist 18. Und vielleicht machen wir noch 1. 9 plus 8 ist einfach nur 1 weniger, wie wir das vorher schon gerechnet haben. Oder 1 mehr, wie hier. Das ist 17. So. Und ich denke, das war jetzt erstmal nur eine kleine Aufwärmübung, die Beispielsübungen, die ich jetzt hier mit dir gerechnet habe, kannst du bestimmt auch alle schon selbst ganz gut rechnen. Und ich möchte deshalb auch gleich zu zweistelligen Zahlen übergehen. Das heißt, zweistellige Zahlen miteinander addieren. Okay, das machen wir hier unten. Ich scroll. Oh, ich scroll mal gar nicht weiter runter, sondern lasse das jetzt mal so. Vielleicht geht es ja auch so übereinander, also rechnen wir mal 22 plus 3. Also ich schreibe jetzt ganz bewusst die Einerzahlen immer direkt untereinander und den Zehner lasse ich weiter vorne. Du erinnerst dich noch, wir haben am Anfang geschrieben, das hier rechts ist, sind die Einerzahlen und das hier sind die Zehner. Und die summieren wir jetzt einfach entsprechend auf. Also alles, was übereinander steht, wird zusammengezählt. Also 2 plus 3 ist 5 und 2 plus hier unten steht nichts. Ist einfach die 2. Die kann man also dann direkt nach unten ziehen. So, was haben wir denn noch? Nehmen wir mal 38
plus 17. Jetzt zählen wir mal zwei zweistellige Zahlen zusammen. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Okay, dann nehme ich eine andere Farbe. Also 8 plus 7 könnten wir separat nochmal ausrechnen. Haben wir aber, glaube ich, auch hier oben schon irgendwo gerechnet. Wo haben wir es denn? Nee, haben wir nicht. Dann rechnen wir es noch kurz. 8 plus 7 ist 15. Und siehst auch, ist 1 mehr wie 7 plus 7, also eigentlich auch ganz einfach. So, also 15, das heißt, in der einen Stelle schreiben wir eine 5 hin und dann müssen wir uns noch 1 merken von der 15. Das heißt, die 1 von der 10er Stelle schreiben wir hier oben mit rein. Und dann können wir schon die 10er Stelle rechnen. Also 3 plus 1 plus 1 ist zusammen 5. Das kannst du dir auch vorstellen, als ob du 5 10-Cent-Stücke hättest. 3 hier oben, noch ein 10-Cent-Stück hier und noch ein 10-Cent-Stück hier, gibt dann 5 10-Cent-Stücke. Das sind 50 Cent plus 5 Cent, das sind insgesamt 55. Okay, nehmen wir noch eine. Die 47 plus 9. So, dann rechnen wir erstmal 7 plus 9, das haben wir hier oben auch schon irgendwo gerechnet. Hier, das ist 16, also das ist eine 6 in der 1er Stelle. Und dann 1 gemerkt von der 16, die schreiben wir hier oben rein. Und dann zählen wir die 4 und die 1 zusammen und das ist 5. Und damit ist das Ergebnis für 47 plus 9 56. Okay, dann lass uns ein bisschen was Schwierigeres machen. Ich denke, das kannst du bis jetzt auch schon ganz gut. Nehmen wir mal 99 plus 88. So, jetzt haben wir mal zwei relativ große Zahlen miteinander untereinander geschrieben zum Zusammenzählen. Und die wollen wir jetzt auch addieren. Also erstmal wieder nur den Einser hier, die Einserstelle. Also 9 plus 8. Was gibt 9 plus 8? Das haben wir hier oben schon gerechnet. Das ist 17. Das heißt, auf die 1er Stelle kommt die 7 und 1 gemerkt. Die 1 schreiben wir hier oben mit rein, bei in die 10er Stelle. So, und jetzt rechnen wir noch 9 plus 8 plus 1. Das können wir auch auf der Seite mal kurz machen. 9 plus 8 plus 1. Was ist das? Das ist 9 plus 8 plus 1 ist 18. So, das heißt, dann nehmen wir jetzt auch die 1 und schreiben die hier unter die 10er Stelle. Und dann haben wir ja eigentlich noch hier die 1, die wir uns merken sollten. Die sollten wir eigentlich hier oben reinschreiben, aber in dieser Stelle, das ist jetzt die 100er Stelle, ist noch ein, zwei, das ist die 1er Stelle, die 10er und die 100er Stelle. Und in der 100er Stelle steht im Moment noch überhaupt nichts. Und die 1, die wir hier oben reinschreiben könnten, die können wir auch gleich hier unten reinschreiben. Das heißt, das Ergebnis ist 187. Gut, dann können wir gleich noch eine Stufe schwerer machen. Können wir dreistellige oder sogar gleich schon vierstellige Zahlen zusammenzählen. Nehmen wir mal als letztes Beispiel für heute die 4368. Plus 572 und die schreiben wir jetzt so hin, dass die 100er, die 10er und die 1er Stelle direkt untereinander steht. Das heißt 572, so. Ziehen wir wieder unseren Strich drunter. So, und jetzt zählen wir jetzt mal zusammen. 8 plus 2 ist 10. Das heißt, können wir mal hier zur Seite rechnen. 8 plus 2 ist 10. Das heißt, die 0 schreibe ich jetzt unter den 1er drunter und schreibe die 1 hier oben als 1 gemerkt rein. Und jetzt kann ich die 10er Stelle rechnen. 6 plus 7 plus 1. 6 plus 7 plus 1. Und was ist das? Das ist 14. Wenn du das nicht weißt, schreib dir einfach nochmal den Zahlenstrahl auf oder zähl Äpfel. Schaffst du auf jeden Fall. Das ist ganz einfach. Also 6 plus 7 plus 1 ist 14. Die 4 schreiben wir jetzt wieder unter diese Spalte, unter die 10er Spalte. Und die
1 nehmen wir mit rüber, also 1 gemerkt. Und jetzt nehme ich noch eine andere Farbe. Jetzt nehmen wir die 100er Spalte. Die 3, die 5 und die 1 wollen wir jetzt zusammenzählen. Also 3 plus 5 plus 1 ist gleich. Ja, können wir auch ganz einfach am Zahlenstrahl machen oder vielleicht weißt du es auch schon im Kopf. Das ist 9. 3 plus 5 ist 8 plus 1 ist 9. Und das können wir hier unten drunter als Ergebnis unter die 100er Spalte schreiben. Das ist die 9. Und am Ende haben wir noch die 1000er Spalte. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht erlebt, dass wir jetzt schon so große Zahlen haben mit einer 1000er Spalte. Da gibt es allerdings nichts zum Zusammenzählen. Da steht sonst nichts außer die 4. Da haben wir uns auch nichts gemerkt. Das heißt, das ist einfach die 4. Das heißt, als Ergebnis von 4368 plus 572 kommt heraus 4940. Zum besseren Lesen kannst du auch hier noch den Tausender, die Tausender Stelle einzeichnen. Musst du aber im Moment noch gar nicht. Okay, das war's. Dann hast du schon viel gelernt für die Addition oder das Zusammenzählen von schon etwas größeren Zahlen. Du hast hiermit alles, was du brauchst, um egal welche Zahlen zusammenzuzählen, jeweils in deinem Leben. Also alle Werkzeuge, die es dafür gibt, sind dir jetzt hiermit bekannt und du kannst jetzt jede beliebige Zahl zusammenzählen oder addieren. Mach einfach mal ein paar Übungen selbst. Fang mit Einstelligen an, wie hier oben. Dann geh mal vielleicht ein paar Zweistellige. Mach ein paar Drei- oder Vierstellige Zahlen und wenn du dich traust, vielleicht sogar schon größere. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal beim nächsten Tutorial. Tschüss!